Herzlich willkommen bei Video Wissen. Wir sind hier im Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und ich besuche gleich meinen Freund und Kollegen Axel Gleidorn und wir sprechen über die Frage, wie lange wollen wir Menschen eigentlich noch was verbrennen und nicht die Quantenmechanik einsetzen, damit uns ein wenig Licht wird. Der Verbrennungsprozess. Vor 2 Millionen Jahren hat der Mensch angefangen, Holz zu verbrennen. Und seitdem, Axel, verbrennen wir ja alles Mögliche. Ja? Wir verbrennen, absolut. Ne? Verbrennungsmotor, ja. Ne? Kraftwerke, thermische Kraftwerke verbrennen. Ja. Also Atomkerne oder sonst was. Ne? Also Kohle, Öl und Gas sind die fossilen Verbrenner. Genau, wir verbrennen auch, um Wärme zu erzeugen. Ne? Ja. Bei uns im Keller steht eine Therme, Heißwasser, Raumwärme wird auch über Verbrennung erzeugt. Oder manche kochen auch mit Feuer, Gasherd. Ja. Oder wenn du zurückgehst in der Zeit, haben wir auch verbrannt, um Licht zu erzeugen. Ja. Ja. Also man muss ja schon sagen, das ist ein Prozess, der uns das Leben angenehm macht. Draußen ist es kalt, bei uns innen drin ist es warm. Draußen ist es dunkel, bei uns innen drin ist es hell. Also das hat ja schon seine Vorteile, also dass wir das erkannt haben, dass das so funktioniert. Ich habe mal in einem Vortrag, ich glaube von Josef Reichholf, den wunderbaren Satz gehört, der erste Mensch, der selber Feuer machen konnte, das war absolutes Hightech zu der Zeit. Also das war ein echter Evolutionssprung, dass man jetzt auf einmal diese Energiequelle nutzen konnte, ja? Absolut. Ich meine, wenn du dir überlegst, ich meine, im 19. Jahrhundert, da hat sich die Thermodynamik entwickelt, das war die Zeit der Verbrennungsprozesse. Ich meine, auch chemisch wurde viel über Wärme hergestellt, wenn du dir hier Haber-Bosch vorstellst und so weiter. Nicht? Auch wenn du dir überlegst, unsere Industrie, ne? Autoindustrie, Verbrennungsmotor, basiert auf Verbrennung. Aber, ich meine, das ist ja mal die Frage, ne? Ob nicht mal Zeit ist für was Besseres. Ja, aber ich würde gerne erst nochmal, bevor wir auf diesen Punkt kommen, wo wir beide genau wissen, wo wir hinwollen, nur noch mal so ein bisschen auszubremsen. Verbrennung erzeugt Wärme, an allererster Stelle Wärme. Und nun kann man praktisch in jedem Physikbuch lesen, Wärme ist die niedrigste Form von Energie. Warum sagen wir denn das so? Warum sagen wir das in der Physik? Einfach die schlechteste Energieform, die wir haben. Ja, man kann sie halt nicht mehr weiter umwandeln, außer wenn du einen Temperaturunterschied hast. Okay, Und wir haben ja auch gesehen, dass die niedrige Entropie des Sonnenlichts nicht wegen der Wärme ist, sondern wirklich in der Strahlung. Dass das Ganze wird dann entwertet, wenn die Solarstrahlung an der Erdoberfläche in Wärme umgewandelt wird, weil die Wärme eben halt schon vergleichsweise kühl ist im Vergleich zur Emission von der Sonne. Also wir haben also trotzdem in der Menschheitsgeschichte mit der Wärme die zwar am wenigsten nutzbare Energieform, aber sie war für uns am leichtesten herzustellen. Würde man das so sagen, dass wir deswegen immer noch so an der Verbrennung hängen? Oder? Ich sag mal so, ich vermute, das liegt eben halt auch historisch bedingt. Ne? Ich meine, es war ja fast so, als ob wir nicht nur Tiere domestiziert haben, sondern eben halt auch das Feuer. Wir haben das Feuer unter Kontrolle gebracht, indem wir eben angefangen mit Feuerstellen oder Öfen und so weiter. Wir haben es also sozusagen uns eigen gemacht. Aber inzwischen haben wir ja auch gelernt, dass es andere Möglichkeiten gibt, das zu erzeugen, was wir eigentlich haben wollen. Ja, ja. Also ich weiß, du willst dahin, aber ich erinnere mich nur daran, dass es sogar Leute gab, die das Feuer also in so kleinen Behältern mit sich rumgetragen haben, weil es so wahnsinnig schwierig ist, Feuer zu machen. Ich denke immer an Tom Hanks in dem Film Castaway, ja, wie er da also verzweifelt versucht, irgendwie durch Reibung irgendwie Feuer zu machen. Und als es ihm dann gelingt, springt er ja am Strand rum, Feuer, Feuer, ich kann Feuer machen. Also er macht ja genau diese Elementarerfahrung, du meine Güte, jetzt kann ich Fische kochen und was weiß ich noch alles machen. Also das scheint was ganz Besonderes zu sein. Und das heißt, die Menschheitsgeschichte ist mehr oder weniger davon geprägt, je nachdem, in welcher klimatischen Ecke man natürlich lebt, Feuer zu beherrschen, das ist eine wichtige Sache, Verbrennungsprozesse zu beherrschen. Und bis heute sind die Verbrenner eigentlich überall um uns herum. Und jetzt geht es eben genau darum, bleibt das so?
Ist der Verbrennungsprozess nicht schuld an vielen unserer Probleme, mit denen wir zu tun haben? Naja, ich sag mal so, ich meine, Tom Hanks und früher gab es eben halt auch keine Steckdosen, gab es auch keinen Strom. Ja. Und wir können uns also jetzt angucken, wie das eigentlich aussieht mit der, der Wärme und warum Wärme als Zwischenschritt eigentlich ziemlich unpraktisch ist und dass wir das Ganze sehr viel effizienter gestalten können. Ja, machen wir doch mal. Genau. Und da gibt es ein wunderbares Konzept in der Thermodynamik. Ja. Und das nennt sich die adiabatische Flammentemperatur. Mhm. Die Idee dabei ist, wir haben einen Brennstoff, irgendeinen Kohlenwasserstoff, bringen ihn zusammen mit Sauerstoff. Mhm. Es gibt die chemische Reaktion, Wärme wird freigesetzt. Mhm. Und wir haben eine gewisse Wärmekapazität von den Stoffen, die reingehen und eine gewisse Wärmekapazität von den Stoffen, die rausgehen. Und dann kann man ausrechnen, wie viel wir die Produkte der Reaktion damit erwärmen. Also welche Temperatur wir maximal erreichen können. Ja. Also wenn wir mit purem Sauerstoff verbrennen würden, würden wir die höchsten Temperaturen erreichen, weil wir die wenigste Menge an Stoffen erwärmen müssen. Mhm. Bei Luft 80% Stickstoff macht nichts, haben wir eine größere Wärmekapazität und entsprechend ist die Temperatur dann auch, die maximale Temperatur, die wir erreichen können, auch entsprechend niedriger. Mhm. Und das ist die adiabatische Flammentemperatur. Und wenn du dich erinnerst, ne, Entropie, klassischer Ausdruck von Clausius, wir setzen eine gewisse Wärmemenge frei bei einer gewissen Temperatur. Ja. Je höher die Temperatur ist, desto geringer ist die Entropie und desto mehr könnten wir von ihr nutzen. Ja. Nun ist das so, wenn wir zum Beispiel Raumwärme haben wollen, also wir wollen unser Raumzimmer wärmen, dann sind wir nicht an ein paar tausend Grad interessiert. Wirklich nicht. Nee, also ich auf nicht. Auf keinen Fall. Nee, kein Molekül möchte das. Nein. In anderen Worten, wir wollen eigentlich nur Temperaturen, also okay, es gibt eine Vorlauftemperatur, die ist dann vielleicht 60 Grad oder 50 Grad. Aber Raum ist 20 Grad. Nicht? Genau. Ja. Aber wir brauchen keine 2000 oder 3000 Grad. Nein, auf keinen Fall. Und das heißt, dass dieser gewaltige Unterschied in der Temperatur zwischen 2000 Grad und 60, das ist Entropieproduktion, ohne dass was Nützliches entsteht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ist Wahnsinn, ne? Ist ja völlig verrückt. Ist vollkommen verrückt. Ja. Ja, total ineffizient. Also das heißt, Verbrennungsprozesse haben einen Wirkungsgrad, der nachgerade winzig dann wäre in dem Zusammenhang. Oder wie muss man das, ist das so? Naja, also ich sag mal so, Wirkungsgrad ist da schwierig, weil wir ja nicht wirklich Energie erzeugen. Mhm. Wir wollen ja die Wärme haben, um den Raum zu wärmen. Okay. Oder wir wollen die Wärme haben, um zu kochen, zu backen, zu duschen, wie auch immer. Ja. Also es ist insofern keine Energieumwandlung, sondern wir wollen einfach nur Wärme haben. Ja. Aber womit man das vergleichen kann, ist, man kann ja auch Wärme erzeugen über die Wärmepumpe. Ja. Ja? Und die Wärmepumpe ist ein komplett anderes Gerät, weil sie nicht Wärme wirklich erzeugt, sondern sie arbeitet, um einen Temperaturunterschied aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist viel weniger. Ja. Ja, weil du eben ja nicht den Temperaturunterschied bis 2000 800, Grad aufrechterhalten willst, sondern nur zwischen draußen 10 in 20 Grad. Ja, ist natürlich viel, viel effizienter. Und damit hat man natürlich viel weniger Aufwand, der betrieben werden muss. Genau, damit hat man viel weniger Aufwand. Mhm. Und ich meine, die Verluste hast du ja auch genauso beim Verbrennungsmotor. Mhm. Ich meine, du hast da verbrennst du auch. Ja. Normalerweise diese paar tausend Grad, die erzielst du nicht, wenn du beim Verbrennungsmotor, da würde ja alles schmelzen. Ja. Ja. Aber das ist eben die niedrige Entropie, die du eigentlich nutzen könntest. Mhm. Und wenn du eben bei einer geringeren Temperatur verbrennst, dann hast du da schon Verluste. Mhm. Das hast du eben bei Elektromobilität hast du es nicht. Ja. Das heißt also, wenn wir jetzt mal einfach mal überlegen, was für einen Aufwand müssen wir treiben, um eine bestimmte Leistung oder eine bestimmte Leistung zu erbringen, dann ist Verbrennung im Grunde genommen das Ineffizienteste, was man sich vorstellen kann. Eigentlich, oder? Genau, ja, genau, ja. Genau. Und weißt du, das kann man eigentlich sich auch fast überlegen, dass das so eine Trajektorie ist, wie sich Technik oder Technologie entwickelt. Ja. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist dafür, wie die Erzeugung von Licht. Ja. Ja? Da haben wir ursprünglich, Kerzen oder Fackeln oder sonst was gehabt. Wir haben verbrannt. Genau. Wir haben verbrannt. Mhm. Rußpartikel steigen auf, strahlen thermisch ab. Genau. Ja. Und
Aber sie verbrennen halt mit vielleicht 1000, 1400 Grad. Ja. Und so hast du nur einen relativ kleinen Bereich der Abstrahlung, die sichtbares Licht erzeugt hat. Ja, also war ziemlich ineffizient. Ja. Ja. Überwiegend Wärme hast du erzeugt und wenig Licht. Ja. So. Dann gab es irgendwann den Sprung zum Strom, Glühbirne. Ja. Der Draht wurde Der Draht. Ja. Und da wird der Draht erhitzt und den konntest du auf mehr, auf eine höhere Temperatur erhitzen. Und dadurch hast du durch die thermische Emission schon mal mehr Licht. Genau. Und vergleichsweise weniger Wärme. Mhm. Und heute? Und heute, der richtige Sprung ist eben, heute mit LEDs machst du das nicht mehr über Wärme, sondern du emittierst einfach die Wellenlängen, die du willst. Ja. Und deswegen ist LED eben halt beim Energieverbrauch einfach unschlagbar, weil du wirklich genau das kriegst, was du willst. Mhm. Das heißt also, der Übergang von einer Technologie zur anderen ist damit verbunden, dass die Wärmeverluste immer geringer werden und gleichzeitig die Effizienz für das eigentliche Ziel, was ich erreichen will, immer größer wird. Genau, beziehungsweise eben der Sprung zur Quantentechnologie vermeidet eben die Wärme komplett. Mhm. Und ich meine, genau das Gleiche haben wir eben, wenn wir bei der Energieerzeugung uns die Photovoltaik sehen. Ja. Die ja auch diesen Sprung über Wärme oder diesen Zwischenschritt über Wärme überspringen. Ja, also das heißt direkt das Sonnenlicht über den also über den quantenmechanischen Prozess in elektrische Energie verwandelt, weil wir die Ladung entsprechend dazu bringen, zu fließen und damit Strom, können wir Strom abnehmen oder Spannung eben aufrechterhalten. Aber das heißt doch, wenn ich jetzt das jetzt mal ganze wissenschaftshistorisch betrachte, am Anfang ist das Feuer für uns ein Phänomen, weil wir es direkt auch selber herstellen können. Dann können wir es geistig durchdringen, indem wir es als thermodynamischen Verbrennungs- und Dissipationsprozess darstellen. Dann lernen wir aber mehr darüber, wie Energie freigesetzt werden kann und stellen auf der elementarsten Ebene, also der quantenmechanischen Ebene fest, wie wir genau die Ziele erreichen können, die wir eigentlich erreichen wollen, wie zum Beispiel das entsprechende Licht oder den elektrischen Strom. Das heißt, je tiefer wir in die Materie hineinblicken, umso besser können wir sie zu unseren Zielen und Zwecken nutzen. Das wäre der Übergang der Technologie hin zur Technologie, wie soll man sagen, des 21. Jahrhunderts, nämlich einer Technologie, die sich der Quantenmechanik direkt bedient. Ja, bei gleichzeitigen Verlusten der Verlusten der Wärmeverluste. Die würden wir nämlich dann verlieren. Genau, absolut. Ja. Es ist eine gewaltige Effizienzsteigerung. Mhm. Wenn wir uns jetzt angucken, was das zum Beispiel für die Energiewende bedeutet, dass eben Szenarien von der Energiewende davon ausgehen, dass unser Primärenergieverbrauch sinken wird, aber unser Stromverbrauch entsprechend möglicherweise 50% oder mehr steigen wird. Also wir werden mit der Energiewende gewaltig effizienter, weil wir eben das, was wir erreichen wollen, mit modernen Technologien ohne Wärme wesentlich effizienter bewerkstelligen können. Aber warum ist dann trotzdem immer noch so ein starker Drive in vielen politischen Gruppen, Diskursen und so weiter, Verbrennungsmotor aufrechtzuerhalten, Kraftwerke sollen thermische Kraftwerke sein und vieles andere mehr, wo man doch das Gefühl hat, wo man doch die Information darüber bekommen kann, dass mit den entsprechenden neuen Technologien unglaubliche Effizienzsteigerungen da sind und gleichzeitig auch noch eben da kann man die Vorteile genießen, dass man immer weniger Wärmeverlust hat. Das müsste doch eigentlich alle überzeugen. Also das für mich ist es schon fast rätselhaft, was ist eigentlich der Vorteil davon, dass wir bei diesen alten Technologien hängen bleiben? Also ich sag mal, das ist natürlich auch in gewisser Weise, denke ich, meine Vermutung, Gewohnheit. Ne? Ich meine, wir sind ja Gewohnheitstiere, das, was wir schon haben. Ja, ja. Und das bedeutet natürlich schon einen Schritt auch in gewisse Unsicherheit, in welche Richtung die Sache läuft. Obwohl eben mit Wärmepumpe, ich meine, überall in der Welt gibt es Wärmepumpen heutzutage, im Zusammenhang mit Klimaanlagen. Das ist keine Rocket-Physik mehr. Nichts Neues. Ne? Ja, und zum anderen denke ich, also dieses Konzept dieser adiabatischen Flammentemperatur, das war mir vorher nicht geläufig. Das bin ich erst vor vor einem Jahr oder so gestoßen. Und ich finde, das ist eben ein wunderbares Konzept, um das wirklich auch physikalisch fundiert zu erklären, warum Verbrennung einfach als Umwandlungsschritt ineffizient ist. Ja, es ist also tatsächlich, wir müssten eigentlich alles dafür tun, dass wir aus allen möglichen Verbrennungsprozessen auf diesem Planeten rauskommen.
Weil wenn wir uns eines nicht leisten können, dann sind es noch große Abwärme, die wir noch in die Atmosphäre entlassen. Die Atmosphäre ist schon warm genug durch die vielen Verbrennungsprozesse, darf man nicht vergessen. Denn die Probleme, die wir haben, hat ja was mit den Abfällen von Verbrennungsprozessen zu tun. Den Anstieg der treibhausaktiven Gase, das sind ja Überreste, das sind ja eigentlich Abfallproduktionen von Verbrennungsprozessen. Und dass die es dann nochmal wärmer machen, und das ist ja auch so ein Teufelskreis, in den wir da hineingeraten sind. Ja. Ich meine, vor 300 Jahren haben die menschlichen Gesellschaften auch verbrannt, nämlich Holz. Und dann gab es irgendwann eine Holzknappheit, nicht? Und dann kam ja eben im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Dampfmaschine ökonomisch möglich und konnte Grundwasser wegpumpen. Dadurch konnte man tiefer in die Erde buddeln und Genau, man entsprechend kann man Kohle die Kohle rausholen. aushören, Und was wir dabei eben gemacht haben, ist eben dieses gewaltige thermodynamische ja. Nichtgleichgewicht zwischen Kohlenwasserstoffen und atmosphärischen Sauerstoff Ja. abzubauen. Ja. Also das, was die Biosphäre über Jahrmillionen aufgebaut hat. Und jetzt bauen wir es eben halt in rapider Geschwindigkeit ab, Ja, nicht? Und ja. das hat uns, ich meine, kann man ja auch sagen, nicht? Ich meine, unser Wohlstand beruht ja letztendlich auf einer ganzen Menge Verbrennung, nicht? Aber Genau. ich meine, der Zug der Zeit, die Entwicklung, die technologische Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Und ich meine, wir werden in Zukunft eben wesentlich, wie du meintest, es ist total sinnvoll, auf Verbrennung zu verzichten. Dieser Effekt von Verbrennung zu der Erwärmung global bringt da eben nur indirekt über den CO2- und Treibhauseffekt Ja. irgendwas bei. Allerdings die Freisetzung von Wärme hat durchaus in Städten durchaus auch einen Beitrag. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit der Wärmeinsel, dass also Städte in der Regel wärmer sind als das Ja, Umland, nicht? klar, ja. Weil Und eben zwar auch, deutlich genau, wärmer als die nicht? Und wenn du Umgebung. dir vorstellst, Verkehr findet viel in Ja, Städten na statt, nicht? klar, Und der ja. Verbrennungsmotor Ja. produziert drei Viertel Wärme, ein Viertel So Bewegung, ist es, so nicht? ist es. Also ich habe das mal auf den Punkt bringen wollen, weil ich mal versucht habe vom großen Publikum, was machen wir denn da eigentlich? Du hast es gerade gesagt, die Biosphäre hat über Jahrmillionen diese Energieform der fossilen Ressourcen aufgebaut. Ich habe mal gesagt, wir machen eigentlich ein Jurassic Park-Experiment mit Molekülen. Wir holen nämlich uralte Moleküle an die Oberfläche und tun so, als könnten wir mit denen koexistieren. Können wir aber nicht, denn wenn wir weiterhin so viel CO2 in die Atmosphäre schieben, wie wir es momentan tun, wird es so heiß werden, dass für uns Säugetiere es viel zu heiß wird, denn wir sind auch tatsächlich thermodynamisch limitiert. Es gibt eine Kühlgrenztemperatur, also eine Kombination aus Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Wenn wir die überschreiten, schaffen wir es nicht mehr durch unser eigenes Schwitzen, unsere Innentemperatur entsprechend niedrig zu halten. Zugleich aber gibt es noch eine andere Komponente, das heißt, wir machen Vergangenheit zur Gegenwart, gleichzeitig bei den ökonomischen Dingen, die wir tun. Und wir investieren viel indem wir das Zeug aus dem Boden holen, wir raffinerieren und so weiter. Was wir haben wollen, ist, dass der Return of Invest, also wir investieren und dann soll, wenn man so schnell wie möglich soll der Return of Invest da sein. Also die Rendite soll relativ schnell auftreten. Das heißt, wir machen auch die Zukunft zur Gegenwart. Wir machen gerade uralte Vergangenheit zu unserer Gegenwart, indem wir es verbrennen, für fahren, für fliegen, für alles Mögliche. Und zugleich erwarten wir in unserem kapitalistischen System einen unmittelbaren Return of Invest und zerstören dabei eigentlich Zukunft für zukünftige Generationen, weil wir jetzt sind, anstatt so schlau zu sein und jetzt auf die Quantenmechanik umzusteigen. Das ist schon, also da ist noch richtig viel zu tun. Bei den fossilen Ressourcen, da verwenden wir ja praktisch komprimierte Erdzeit. Bei den erneuerbaren Energien sieht es ja ganz anders aus. Wenn ich mir das überlege, wir hätten schon ein System, was komplett auf erneuerbare Energien aussieht, dann würde man ja schon von uns allen so verlangen, dass wir uns an diese natürlichen Rhythmen ein bisschen anpassen. Also tagsüber scheint die Sonne, nachts scheint sie nicht. Wie ist es mit Wind und Sonne? Wie sind die im Laufe eines Jahres so verteilt? Sind die annähernd gleichmäßig oder? Nee, eigentlich ist es ganz und gar nicht der Fall. Ja. Nicht? Ich meine, der Wind ist eben gerade im Winter, also in Deutschland, im Winter vorhanden und während, das ist fast offensichtlich, ne, Ja. Photovoltaik gerade im Sommer Ja, ihren klar, Reiz hat, nicht, während des Tages. Und ja. wenn man das im Mittel betrachtet, dann ergänzen sich Wind und Sonne in Deutschland wirklich wunderbar. Also sie haben wirklich das Potenzial, unseren Energiebedarf in der Zukunft zu decken. Nicht? Also auch wenn er eben steigen wird, wenn wir auf die Elektrisierung unserer Technologie setzen. Ja, und du erklärst ja all diese Zusammenhänge bei das Kraftwerk Erde und das läuft bei Urknall, Weltall und das Leben.